Soll ich so Frauen auf Reisen gehen? Ride me! Du rennst einfach auf die zu, mitten im Club oder so. Ride me! Auf jeden Fall. Ah, wäre doch super. Oh, knapp. Okay, ich würde erstmal sagen, hallo liebes Publikum. Finde ich nicht. Das reicht nicht. Finde ich nicht. Nee. Knapper Podrack. Auf geht's. Finde ich bis auch. Ja, das war ein Teewitz, der musste erstmal ziehen. Nee, erstmal hallo liebes Publikum, willkommen zurück bei Super Mario Sunshine. Ja. Mit dem Captain und mir, natürlich, ist ja klar. Warum sage ich es eigentlich immer noch? Der Captain auf der Mir? Mein Gott. UdSSR. UdSSR. Utsr! 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 So richtig in die Fresse. Wie gut das einfach mit dem war, was ich gesagt habe. Das Timing war perfekt. Wie du zerstörst das. Durch Editing? Ja. Nee, keine Sorge. Bei der Folge achte ich drauf. Sollst du mal so 3 Minuten Delay. Genau. Die SS Asynchron. Ich weiß es nicht. Du bist der Captain auf der SS Asynchron. Ja. Eigentlich bin ich das ja, wenn dann. Ich bin ja der, der die Folgen bearbeitet. Exakt. Nee, nee, nee. Bye, bye. Langsam wird aber der Kontrast von dunkel zu hell in dem Spiel ein bisschen extrem. Weiß ich nicht. Was haben wir denn hier? Drehende Balken, drehende Räder. Alles. Okay, das sollte eventuell machbar sein. Also irgendwie ist es natürlich machbar. Die Frage ist, ob es für mich machbar ist. Ich vermisse den Long Jump so sehr. Ja, ne? Es der ist hier extrem hilfreich. Vielleicht geht der auch. Vielleicht sind wir einfach, können wir die Geheimtastenkombination nicht. Na, ich hätte ja auf die L-Taste und A dafür. Ja, weil es halt intuitiv wie beim N64-Controller für mich wäre. Ja. Oder wie dann auf dem Pro-Controller, wenn ich auf der Wii U spiele. Vielleicht zum ist es ja so, vielleicht machen wir es einfach falsch. Das ist ja ganz am Ende vom Spiel, so wie immer, ja. Finden wir es dann raus. Richtig, so wie bei Dead Rising 1. Ja, wie bei Banjo-Kazooie. Ah, nee, bei Banjo-Kazooie war das ja, wo wir dann am Ende mitgekriegt haben, wie man die Waffen durchwechselt. Ja. Und uns immer gefragt haben, boah, muss man das jetzt wirklich so machen? Bye, bye. Das war ein Game Over. Das war in der Tat ein Game Over. Nee, aber das war super bei Banjo-Kazooie Schraubelocker. Das war einfach so... Kann man gar nicht mehr... da hat man einfach keine Worte irgendwie richtig, für. Richtig, richtig. Also, wie weit delayt der denn das Spiel? Das ist ja unglaublich. Ja, nicht wahr? Also eigentlich sind es ja immer nur so 3 Sekunden gewesen, aber das sind ja mehr als 3 Sekunden gerade. Oh, oh. Oh, 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 guck's dir an, wir haben die Box. Oh, yeah, es geht langsam los. Durchsichtig. Hier wäre einer meiner Düsen versteckt, du kannst sie noch nicht einsetzen. Oh Mann, du bist so eine kleine Kackwurst. Das ist ja ekelhaft, aber ja. Wir waren im Leuchtturm, ne? Wir waren... Oder wo war nein, das? Nein, Leuchtturm bloß nicht, da war die Melone. Achso, okay. Wir waren auf der anderen Straßenseite. Wir können aber auch gucken, vielleicht ist ja in der Statue irgendwas Cooleres als... In der Statue? Naja, hier... Ich glaube, die haben wir mittlerweile durch, oder ich nicht? Ich glaube nicht, ich glaube, uns fehlt noch... Der 100-Münzstern. Sammle 8 Münzen innerhalb... Außerhalb des Dorfes. Meinst du, da ist noch was? Vielleicht. Wie viele Scheine gibt es denn? Die Tatsache. Das, wie sie wollen. Ach, der See und seine roten Münzen. Exakt der. Jetzt sag ich, du die roten Münzen sammeln. Ja, ja, ja. Habe ich das nicht gesagt? Da habe ich das nur gedacht. Münzen. Wenn ich's, ich habe die 8 roten Münzen gesagt. Das ist okay. Wir fungieren ja quasi als eine Einheit. Ja, ja, wir sind ja quasi eins. Wir sind einzig und du und die wir ganze sind Welt einzig dazu. Und du. Wer singt denn so? Ist das auch von Nena? Nee, das ist von König der Löwen 2. Das hat Simba zu Nala. Nee, zu seiner Tochter. Ja, Chiara. Kovini. Nee, Chiara. Kovu war der ja, Typ. Ja. Ja, also, Anführungszeichen Typ. Naja, Kovu und der Chiara. Löwe, der Löwerich. Ich find ehrlich gesagt den ersten Teil immer noch am besten. Den zweiten. Der ist was okay. Denn den ersten am besten, den zweiten. Was? Nee, der zweite ist an sich nicht schlecht, aber der erste ist, ich finde. Na, ist halt, man muss halt, es gibt Leute, die den zweiten, glaube ich, besser ja, finden. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber es ist halt die Frage: mag man eher Hamlet oder mag man eher Romeo und Julia? Nee, das zweite ist Hamlet. Ah, nee, das zweite ist Romeo und Julia. Der erste ist Hamlet, ja. Das erste ist Hamlet? Ja, ganz lose. Also, ich habe Hamlet nie gelesen, deswegen. Ja, gut. Also, ich weiß jetzt so nicht. So prinzipiell. Genau. Ich kenne nur die eine Sache davon, nämlich sein oder nicht sein, wo der Typ dann mit seinem Skelettkopf redet. Jedenfalls irgendeins. Ist das nicht Hamlet? Das war Hamlet, ne? Das weiß ich doch jetzt nicht. Das weiß er natürlich nicht. Das ich kann was dir sonst nur sagen, dass das beides prinzipiell Shakespeare-Stücke sind. Nur ja, das halt kann ich dir auch sagen. Absolut. Aber das muss ich dir nicht sagen, weil du es mir gerade gesagt ja hast. Weil du kannst es mir sagen, weil ich es mir wert bin. Ich hab Hunger. Wir haben erst einen Kuchendings gegessen. Erst.
Ja, aber es ist jetzt der Kaffee, der fordert jetzt sein Tribut. Ach so, ich zolle mein Tribut. Ja. Er wünscht sich einen Snack. Einen Schnack. Ach, sind die, ach ja, stimmt, das sind ja die roten Münzen im See. Die Münzen vom Roten See. Ja, stimmt, die vom Silbersee, der Schatz vom Silbersee. Ja, genau, mit der Rothaut. Ja, der roten Münzenhaut. Wo wieder die Frage wäre... Ist das überhaupt noch... Kunst, oder? Kann das weg? Nee, was? Das war, ja... Achso, das war die Spiegelung. Ja. Nee, ist das überhaupt noch... Darf man überhaupt noch sowas machen, so mit halt Native Americans, quasi so Filme, wo man was, wo die dann so, keine Ahnung, halt zerfetzt werden quasi. Na, so Western-Zeug eben. Wo die zerfetzt werden. Na, durchlöchert. Nee, ja. Kugel, piu piu, Amerika! Amerika! Die meisten Western, die jetzt so in der Zeit rausgekommen sind, sind ziemlich indianerlos gewesen. Also ja, okay. Außer vielleicht irgendeine französische Verfilmung. Da sind die indianerlos. Irgendeine Lucky Luke-Verfilmung halt. Und wie hieß es? Davon reden wir ganz, ganz selten. Hateful Eight? Schule ist Manitou, aber ach so, ja. Trillers zusammen. Na gut, da gab's Indianer. Ja. Yeah. Aber das ist jetzt auch schon wieder, ich glaube, 14 Jahre alt, der Film. Auf. Ja. Ich bin der Meinung, der ist 14 Jahre alt. Der ist sehr alt mittlerweile. 2002. Haut hin. 2004 kam dann... Es gibt Kinder, die wurden danach geboren. Ja. Es gibt... Das ist halt wirklich die Sache. In 2 Jahren ja. Sind alle Kinder, die... Also gibt es keine Kinder mehr, die minderjährig sind, die... Nee, es gibt dann keine mehr, die 90 geboren sind. Nee. Gibt's die werden einfach alle wegrackert, rationalisiert. Nee, es gibt dann keine mit. Doch, ich habe eine Cortex-Bombe. Nein, nein, das sind okay, Schnitt. Das hat die damalige Bush-Regierung gemacht. Es gibt dann keine minderjährigen Leute mehr, die unter 18 sind. 2000. Du meinst einfach die 90 geboren sind. Ja. Die 99, also die sind dann alle erst. Lass mich meine Gedanken kurz sortieren und meine Luft. Ich muss nämlich lachen, weil lustig. Wer das nicht versteht, ist doof. Und alle anderen sind super cool und lassen Daumen hoch bei diesem Video. Okay. Ja. Ab 2018. Oder 2019 eher. 2019 gibt es keine Minderjährigen mehr. Also alle, keine unter 18-Jährigen mehr, die noch in den 90ern geboren wurden. Ja. Also bis 99. Gut. Ja, das ist, muss man sich mal vor Augen halten. Ja, und ich bin halt noch so ein Früh-90er. 92. Und du bist noch in den 80ern geboren. Ja. Wie fühlt sich das an? In den 80ern geboren zu sein? Du bist ein Vorwendekind. Ich bin sogar noch zu Zeiten der Mauer geboren worden. Ja, eben. Ich bin quasi auf der Innenseite der Mauer. Quasi im Uterus der Mauer? Naja, so könnte man es... So könnte man es doch nennen. Oh shit, jetzt ist da der Balken. Wie sich das anfühlt, kann ich dir nicht sagen. Also, ist halt so. Ja, ich frag mich halt, wie es generell war für die Leute, die während der Mauerzeit gelebt haben, weil wir können uns das ja so gar nicht mehr wirklich vorstellen. Ich glaube, auch du bist da aus dem nicht mehr so geboren, dass das dass das halt du das nachvollziehen kannst, aber wie das halt einfach damals gewesen sein muss und ob das halt wirklich alles so schrecklich war, wie einige behaupten, oder doch gar nicht so schlimm war, wie andere sagen, und so, und wie das überhaupt dann ist, eben geteiltes Deutschland irgendwie, und innerhalb von Berlin einfach mal kann man halt, konnte man ja nicht hingehen, wo man halt wollte quasi. Und so, das ist ja jetzt alles frei. Also zum Beispiel für mich gibt es halt dieses irgendwie, ich bin jetzt im Osten von Berlin, ich bin jetzt im Westen von Berlin gar nicht. Einfach nur, weil ich es halt nicht nachvollziehen kann, weil ich halt später geboren bin. Für mich ist Berlin Berlin. Punkt. Und auch Deutschland ist halt einfach komplett Deutschland quasi. Und das kann ich halt alles nicht nachvollziehen. Da ist eine rote Münze. Das habe ich gesehen. Hast du den Safe gesehen? Der Safe? Nee.
Das war überhaupt kein Safe, habe ich das Gefühl. So ein Safe? Also, dass ich halt das gesichert habe. Achso, dass ich die Situation gerettet habe quasi. Geschärft quasi, ja. Ja. Gerettet heißt safe. Ja. Auf Englisch. Ja, für die nicht Englisch sprechende. Was für ein Dreiteufelsnamen? Das habe ich in meinem Leben. Geil! Gesehen. Ach so, ich habe hier diesen. Ich bin irgendwie nach unten gegangen und mache jetzt diesen Seitwärtsschwung. What the shit? Es ist Mario! Sehr, Mario! Es ist sehr nutzlos, vermutlich. You aber spin me right round, Mario, right round. Okay. Ja, aber spring nicht ab, während ich klicke, wo es dann eventuell noch nützlich werden könnte. Oh Mann, ich hab so Bauchschmerzen. Die Folge ist gut, wa? Ja. Bauchschmerzen ist ein Zeichen von Hunger. Guter Let's Play-Folge oder von zu viel Kaffee. Das auch, ja. Da kannst du jetzt mit Sabi diskutieren. Es gibt nicht zu viel Kaffee. Es gibt zu viel Kaffee, wenn du nicht zu viel Stoffe hast, die gegenwirken. Zu viel Stoffe. Im Sinne von, du hast quasi keinen. Ja, ja, du hast keinen Gegenwert, so wie beim Saufen. Du hast halt nichts vorher gegessen, genau, quasi, ja. Oder nicht viel. Und dementsprechend wird das halt von deiner Verdauung nicht so gut aufgefasst, weil Kaffee ist mit Verdauungstrakt anregend. Oder Cappuccino für mich jedenfalls so ein bisschen. Hopp. Ja, ich wollte auch eigentlich wieder auf das Seil runter, weil da eine rote Münze war. Mario! Ja. Ach. Eigentlich habe ich mit Mann angesetzt, aber wollte dann auf Mario zurück. Ja, okay, so funktioniert das nicht. Dann gehe ich von hier aus. Oh Mann. Ja. Und das bringt auch nichts. Nee, weil es ist zu hoch. Ja, das merke ich. Das ist mir wirklich zu hoch. Ja. Ich hasse es. Spring raus! Danke. So. Und jetzt von hier aus. Weißt du, ist ein Seil da. Was? Komm schon. Nicht schon wieder! Mario, ich weiß nicht, was du gerade mit mir machst, ne? Aber ich gebe mir gerade richtig Mühe. Ich hoffe, das merkt man. Scheiße, jetzt haben wir unseren Vorsprung mit den Scheins zu den Folgen so langsam aber sicher wieder. Ja, naja, das muss obsolet ja gemacht. Passieren, aber irgendwann muss wieder raus. Dieser Delay mit der Aufnahme, das ist. Das ist jetzt quasi der zweite Akt. Gerade echt krass. Ich verstehe es halt auch nicht, warum. Ich hoffe, das wird jetzt zwischenzeitlich während der Aufnahme nicht zu irgendwelchen Problemen führen. Also mit Asynchronität oder so einer Geschichten. Falls doch, tut's mir leid. Da kann ich jetzt gerade nichts gegen machen, weil ich nicht weiß, woran es liegt. Niemand, aber das wird schon alles in Ordnung sein. Ja, ich denke auch. Zur Not versuche ich es so zurechtzuschneiden, dass es passt. Jawohl. Dann gibt's komische Cuts während unseren Kommentaren. Oder ich mache so. Das habe ich manchmal schon gemacht, weil wenn wir mit der alten Capture Card zum Beispiel aufgenommen haben, dann ist es manchmal so, obwohl ich das noch ein paar Sekunden weiterlaufen lasse, nachdem wir mit dem Commentary fertig sind, ist das Bild weniger als unser Commentary manchmal, bevor wir überhaupt Tschüss bis dann gesagt haben. Und ich verstehe nicht warum. Das kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen, weil wir meistens ja noch nachlaufen lassen. Ja, ja, das meine ich halt. Und noch den übelsten Schwachsinn reden. Richtig. Naja, aber das Videobild halt, das lasse ich ja auch manchmal noch weiterlaufen. Und das ist halt ja, das eben. Problem, dass das Videobild zu wenig ist. Für unser Commentary. Ich weiß auch nicht. Bevor wir das reguläre Tschüss bis dann sagen. Und wenn das dann schon zu Ende ist, dann sitze ich immer hier und denke mir, hä? Wie funktioniert das? Und da habe ich dann manchmal einfach mir das ganz einfach gemacht. Haha, einfach gemacht. Weil einfach ist. Und habe eben geguckt, dass ich so kleine Pausen zwischen unseren Sachen, die wir so sagen, so die so eine, zwei Sekunden sind, einfach rausschneide und versuche das so zurechtzuschneiden, dass man das nicht so unbedingt merkt. Okay. Gelingt mir manchmal besser und manchmal weniger. Besser. Betrügt also. Nee, ich schneide einfach klug zusammen. Hm. Aber einfach, damit ihr so ein bisschen Insight zu den Folgen habt und wie das manchmal mit Aufnahmesachen ist. Warum springst du nicht, wenn ich drücke? Ja. Das ist. Da willst mich doch gerade, aber sowas von willst du mich. Das ist so gut, dieses Spiel. Ja. Ich wusste schon, warum ich exakt dieses Spiel habe. Ja, ich wollte gerade fragen, warum hast du dieses Kackspiel überhaupt ausgesucht? Ja, jetzt weiß ich warum. Genau deswegen. Damit ich hier so richtig uprage. Ey, das ist ja ein zweites Metal. Nee. Und ja, ich bin nachtragend, obwohl eigentlich vortragend für die Leute, die das noch nicht sehen konnten. Weil das, glaube ich, sogar auch unsere allerletzte Aufnahme war, die wir für nichts gemacht haben. Ja, für nichts. Ja. Apropos, wie sieht die Arbeit aus? Ich habe gestern angefangen. Echt? Ich bin aber nicht weit gekommen. Ich hab das Keyboard, aber ich meine, ich hab das Stromkabel nicht gefunden. Willst du mich gerade verarschen? Ja.
Nein. Teilweise. Ich krieg den Mittelteil der Melodie nicht mehr hin, wenn ich nicht auf dem Keyboard nachspielen kann und ohne Ton geht. Ach so, ein richtiges Keyboard. Ja, ich meine jetzt nicht eine Tastatur. Ich mein also ich dachte, du meinst ein Tastatur-Keyboard. Da hätte ich dir nämlich jetzt ein ganz altes geben können, was du einfach so noch einstöpselst. Das ist schon tierisch, was du noch so einstöpselst. Ja, also kein so wie ich hier mit Funk gedönst, sondern halt wirklich das stöpselst du rein. Hallo! Spring! Danke! Das wollte ich... Mario, ich hasse dein Gesicht. Da geht die Folge eigentlich noch. Die ist gerade vorbei, okay. So langsam. Ich hasse dein Gesicht, Mario! Und dein Schnauzer und deine fette Nase und deinen Fettarsch. Oh, mit dieser Hasstirade würde ich sagen, dass mit dieser Folge von Let's Play Super Mario Sunshine. Dankeschön fürs Zusehen und tschüss, bis dann. Tschüss.